So, nächster Fall. Ist Ihnen das bewusst, dass Sie ACC in iRacing-Grafik fahren können? Nicht? Ich zeig's Ihnen. Das, meine Damen und Herren, ist iRacing-Grafik. Hier sehen Sie überhaupt gar keine Texturen. Selbst iRacing hat mehr Texturen als diese Grafikeinstellungen. Das hier, meine Damen und Herren, sind Pro-Gamer aus 1990 auf dem 4:3-Bildschirm, damit Sie das Maximalste aus Ihren 640x480 Monitoren rausholen können. Let's go. Schieß ab den Flummi. Was passiert eigentlich? Was passiert hier? Na, wer möchte, währenddessen ich mir einen feuchten Tropfen in die Schnute schmiere, und zwar gutes Racingwasser, 1800er Patronen von Gerold Steiner Medium, dankeschön, Sponsoring ist leider immer noch nicht da. Ich lese eine Divebomb, er verbremst sich, von hinten kommt noch einer eingeballert, oh, okay, Torpedo, wir gucken. Und Audi so, was? Ist so eine? Aber und Audi. Aber den Lambo hat es gut zurückgeknallt von der Bande. So, jetzt frage ich euch mal einfach so aus Sicherheit, bevor wir uns jetzt hier dieses DJ-Set anschauen, was wir natürlich nicht tun, weil wir sind hier nicht auf der Rave-Party. Wer hat denn hier wen reportet? Grün hat den Audi reportet. Audi hat den Lambo reportet. Der weiße Lambo, den schwarzen Lambo. Nee? Also, um das hier ganz klar mal aufzudecken, der hier hat den reportet. Und LFM hat ja ein neues System eingeführt. Und dieses System ist ja, dir ist es ja möglich, als Fahrer die Strafe anzunehmen oder auch nicht. Die Strafe wurde nicht angenommen mit folgender Aussage. I'm not guilty. Nochmal, der Audi wurde vom Lamborghini reported. Der Audi sagt, I'm not guilty. Wir gucken uns das nochmal von oben an. Der Audi sagt, I am not guilty. Also ich weiß nicht, wie viel mehr der Lambo noch daneben sein müsste. Also es ist ja offensichtlich, dass da jemand ist. I'm not guilty. Das ist übrigens, meine Damen und Herren, müsste, wenn ich mich recht entsinne, sogar Runde 1 sein. Und das, meine Damen und Herren, zieht natürlich sehr im Hodensack. Weil das ist Collision in Runde 1. Und das macht auf jeden Fall ein SR. Und 15 Sekunden Strafe. 15 Sekunden Strafe kriegst du noch Ruf auf den Schniedelwutz. 3 Tage Pause, nur übertreiben sie mal nicht. Wir müssen ja nur nicht ganz durchdrehen. 3 Tage Pause, wenn es nach mir geht, machen wir nur Pause. Aber nee, das sind keine 3 Tage Pause. Danach kommt leider auch kein Massencrash, das kann man nicht sehen. Pause ist nur bei Massencrash und Massencrash können wir an der Stelle nicht nachweisen. Rein in den nächsten Fall, meine Damen und Herren. Wir fahren jetzt auf Schnetterten. Wir sind auf Schnetterten unterwegs und ich muss ganz kurz mal was checken in der Regie, weil das ist sehr weit. Und hier kann man auf jeden Fall sehen, wie unglaublich schön Assetto Corsa aussehen kann. Weil Folgendes spielte sich ab in Schnetterten diese Woche im September. Die Sonne scheint von oben herab richtig helle. Unglaublich schön. Sonnencreme wäre zu empfehlen. Das Gras grün, die Pflanzen blühen. Es riecht richtig nach Sommer. Es riecht nach Sommer, Bier und Pisse, wie auf dem Festival. Und zwischendrin hörst du mal einen. Aber
Folgende Situation spielte sich an diesem wunderschönen Tag ab. Hielt, hat man sich gedacht. Hat man sich gedacht. Der Porsche hat gewartet. Leichter Verbremser, bisschen auf die Außenspur. Und es ist eine tragische Geschichte. Es ist wirklich, weil der Porsche hat gewartet. Der Porsche hat gewartet, er wollte ihn durchlassen. Er wollte ihn zurücklassen. Er wollte ihn zurücklassen und ihn durchlassen. Und dann ist ihm ein Fehler passiert. Ihm ist einfach ein Fehler passiert. Er ist einfach auf den Rasen gekommen und hat einen iRacing-Moment gehabt. Hat sich auch verbremst, beide zugleich verbremst, ist ausgewichen, ist auf den Rasen gekommen und ist einfach rübergefallen. Wie viel Pech kann man haben und wie viel Pech kann ein unglaublich netter, liebensgewürziger Porsche-Fahrer, der sowieso schon komplett am Arsch ist in ACC, weil das Ding einfach eine absolute Much-Veranstaltung geworden ist, sagt sich so, dieser Sonnentag, dieser wunderschöne Tag, den ich hier draußen verbringe in der Sonne mit meinen Freunden auf der Rennstrecke, während es nach Pisse riecht, passiert mir so eine Scheiße. Wie viel wollen sie in die Scheiße greifen? Und wisst ihr, das Schlimme ist, ich habe ganz viel Mitgefühl mit dem Porsche, weil er meint es wirklich gut und man sieht, sein Herz ist ein gutes. Aber er hat einfach Pech gehabt. Und ich wünsche diesem Fahrer wirklich alles erdenklich Gute bei seinen Permabannen. Weil so ein Verhalten wird nicht geduldet. Zweimal abschießen in einem Clip, sorry, aber da haben wir gar keine Geduld für. Das ist natürlich ein Witz. Das ist natürlich ein Witz. Das ist causing a collision und läuft mit 0,6. Bevor jetzt die Leute schon wieder Schnappatmung gekriegt haben. Aber ich wollte es hier mal ein bisschen aufheitern. Haha. Haha. Ha. 0,6. Mein Herz blutet. So ein liebensgewürziger Mensch. Er wird noch auf die sehr harte Tour lernen, dass Rennsport leider so nicht läuft. Er wird es auf die harte Tour lernen, dass Warten einfach bringt nichts. Fahr einfach durch. Seid einfach Arschlöcher und fahrt einfach durch, weil dieses Warten kommt meistens eh nur Käsewein raus. 0,6 für eine gute Absicht? Tja. Am Arsch dran. Ne? Er versucht ja eigentlich nur, einen Kontakt zu vermeiden. Und dadurch ist ja der erste Unfall ist ja dann nicht eher einen Rennunfall oder welche Aktion wird gewertet? Die zweite Situation, übrigens, das hätte ich gut, dass Sie das einwerfen, Herr Alex. Die erste wird bewertet, die zweite ist irrelevant. Also causing a collision galt der ersten, weil er sich verbremst hat und dem anderen raufgefahren ist. Das zweite ist einfach nur da, um den Kontext dieser witzigen Geschichte darzustellen. Danke, dass Sie das nochmal mit anführen, weil das hätte ich vielleicht dazu sagen sollen. Also die 0,6, die er jetzt bekommen hat als Strafe für causing a collision, war für den ersten Fall, als er hinten drauf gefahren ist. Die zweite spielt keine Rolle.